Was Dynamax und Delegato gemeinsam haben, das erfahrt ihr jetzt im Teambuilding zum achten Spieltag in der MPBL Season 4 gegen die Bully Blue Snorlax. Bis gleich, würde ich denken. Und damit ein herzliches Arriveroo und herzlich willkommen zurück in der beschaulichen Hütte zum Teambuilding gegen die Bully Blue Snorlax von dem guten Big Relaxo. Und genau, ich nehme heute Corona sehr ernst. Deswegen tue ich es sonst auch, aber heute ganz besonders. Heute bekomme ich nämlich nicht mal mit der Maske Luft. Das ist besonders wichtig, finde ich. Weil ohne Luft auch keine Virenausbreitung. So. Und jetzt kommen wir doch mal zu den Teamlegen. Und zwar, es geht diese Woche ran gegen den guten Big Relaxo und seine Bully Blue Snorlax. Und er hat im Kader Rillaboom, Cinderace, Indeedee Male, Crocodile, Togetic, Clawitzer, Frostlass, Galarina, Duraludon, Porygon-Z, The Duck of Madness und Driplim und Weezing. Er ist, glaube ich, auch der einzige Spieler, der in der ganzen Season noch keinen Switch-In gemacht hat. Ich kann es in Teilen nachvollziehen, weil sein Kader an sich gut ist, aber es gibt so ein paar Mons, die er noch nie gebracht hat. Und wo ich nicht weiß, ob er die vielleicht sogar gegen uns bringen wird. Wie zum Beispiel Godreader, um den Trick Room vielleicht mal so ein bisschen safe zu setzen. Who knows? Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding vielleicht sogar Psychic-Turing kann. Geht es auch zu finden, aber egal. Und in jedem Fall, er hat an sich einen starken Kader. Ich meine, wir können ja eh von den 12 Mons oder 11, die wir haben, ich weiß gerade gar nicht mehr, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, können wir eh bloß 6 mitnehmen. Insofern sind die anderen 6 sowieso relevant. Und ich habe jetzt mal geguckt, was würde ich denn am ehesten gegen meinen Kader sehen. Und ich denke, dass er die 6 mitbringen wird, die ihr seht. Cinderace, Duraludon, Rillaboom, Porygon Z, Indeedee, Mail und Turbidick. Cinderace ist für mich klar, weil das Ding ist halt super flexibel. Er hat es, glaube ich, in jedem Spielzeit bisher mitgebracht und kann im Endeffekt gegen jedes Matchup was machen. Er kann auch eine Support-Split fahren mit Coaching und den ganzen Shenanigan-Kram. Deswegen, ja, Cinderace echt komplett. Duraludon sehe ich halt vor allen Dingen mit der Swordfist, möchte sein. Weil das an sich eine ganz gute Wall ist gegen mein ganzes Team, ziemlich. Und kann relativ viel im Dynamax one-shotten, wenn man nicht aufpasst. Deswegen denke ich, dass Duraludon ein ganz guter Check ist, vor allen Dingen, weil es Steelbeam ja auch seine, mit Max D-Spike seine Death erhöhen kann. Es hat theoretisch auch Stomping Tantrum, just in case. Es kann halt meine Attack droppen mit, Max Roman und kann auch noch andere Shenanigans machen. Sowas wie, ich vergesse mir Dragon Tail hieß es nie, dieser Move, der neue Dragon Move, der die Attack Drop, ist jetzt auch egal, wie das Ding heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, wie gesagt, auf jeden Fall ein Fred, mit dem man rechnen muss. Dann denke ich, es wird ein Terrain War, ganz, ganz entscheidend, denke ich. Rillaboom muss er eigentlich mitbringen, weil er braucht halt unbedingt noch einen Check gegen Lapras und gegen Enteron, in meinen Augen. Und das ist auch ein Switch-In und eine Wall gegen Jolteon. Und er kann auch durchaus mit dem Grassy, neben dem Psychic Seed oder allgemein mit einem AV gut gegen Hydreigon stehen, zum Beispiel. Deswegen ein Fake-Out, ein Grassy Glide sind immer gut. Deswegen denke ich, dass er das safe mitkriegen wird. Polygon Z würde ich vermuten auch, weil der Damage Output im Dynamax ist halt insane.
Und ich habe halt den Ghost Type. Das heißt, ich habe auch keine Immunität gegen Max Hyper Beam oder allgemein gegen Hyper Beam. Habe ich halt keine Immunität. Muss man klar so sagen. Da habe ich zwar was anderes im Plan, im Petto, aber dazu später. Und genau, dann denke ich, dass er in die Mail mitbringt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er wieder Specs spielt, wie er es schon mal getan hat, oder er spielt sie sich mit Trick Room Optionen, oder Scarf After You. Könnte ich mir auch vorstellen. Und Togetic einfach, auch wenn es in sich kein gutes Matchup gegen mich hat, weil ich halt Jolteon habe, ich habe Lapras, ich habe Rossmaster, Gelgi, jetzt Arcanine. Ich mach das nicht viel, aber ich kann mir vorstellen, dass er halt unbedingt eine Redirection haben will mit Follow Me. Und vielleicht auch mit Yawn, dass er Stuff haben will. Achso, genau, was ich vergessen habe, Doralgon denke ich auch deswegen. Das hat er aber theoretisch Follow Me im Set. Und dann könnte er das gleich mit Terrain setten, für sich, was glaube ich mal nicht schlecht ist. Und weil er auch bestimmt davon ausgeht, will ich Lapras mitnehmen. So, wäre mein Gedankengang. So, und ich habe mir so gedacht, okay, den Terrain War muss ich halt auch eingehen, weil es halt einfach zu stark ist. Wenn du nur ein Terrain hast gegen zwei Terrains, dann wird es halt schwierig. Deswegen habe ich mir ein bisschen Plan gemacht. Und wir bringen natürlich auch Rillaboom in Digi mit. Wir bringen natürlich auch Lapras mit. Allerdings wird es diesmal so sein, dass das Lapras, wir hatten das auch schon mal an Assault Vest trägt, aber dieses Lapras hier hat neben Hydro Pump, Freeze Dry und Ice Shard, dazu später, noch tatsächlich Psychic im Set. Und das Psychic ist dafür da, mein Psychic Terrain zu resetten. Das hat für mich zwei Vorteile. Zum einen, Rillaboom ist ein bisschen unarmed, vor allem was Fake Out und Grass Slide betrifft. Und wir supporten unsere Indeedi, weil das so ein bisschen auch ein wichtiger Punkt ist, wenn er nämlich sowas wie Follow Me dabei hat. Denn wir spielen ein Specs Indeedi diesmal. Und das wird uns helfen, die Expanding Force nochmal rauszuholen. Deswegen dachte ich mir, das ist ganz geil, wenn wir das haben. Genau, und Assault Vest Lapras, wie gesagt, relativ bulky offensiv. Gerade genug Speed, um nach einer, ich glaube, nach einem Scary Face schneller zu sein. Als es Cinderace. Genau. Da kommen wir nämlich gutes Stichwort zum Arcanine, denn ich spiele ein komplett Support Arcanine. Das wird jetzt wirklich nur zum Supporter. Mit Intimidate, logischerweise, um Müllboom und Cinderace ein bisschen zu anarmen. Oder Krug, falls das nicht bringt. Hat aber auch natürlich Snarl am Set, um auf der speziellen Seite wiederum die Power wegzunehmen. Will-O-Wisp, um sozusagen die physischen Threads komplett rauszunehmen, im Sinne also zu entmachten. Dann habe ich Scary Face, um mein Speed Game zu verbessern und seine Speeds auf einem bestimmten Mann, was ich halt gerade will, um 2 zu senken, weil Arcanine hat allgemein mit seinem Speedset von 95 Base ein gutes Matchup gegen ihn. Deswegen, so, ist das gar nicht so schlecht. Und ich bin gerade überlegen, was ich noch drauf hatte. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wer da dann im Kampf sehen, habe ich jetzt tatsächlich gerade vergessen, was ich noch auf dem Ding habe. Aber wie gesagt, Snarl, Will-O-Wisp, Scary Face und noch irgendwas Unbedeutendes, I guess. Könnte Protect sein? Ne, Helping Hand, stimmt. Ja, Helping Hand noch drauf, genau. Helping Hand habe ich deswegen drauf, weil ich zusammen mit Specs in die so ziemlich alles in Psychic Terrain One-Shotte von ihm. Also, not gonna lie. Das One-Shotte halt ein PC als Max. Das One-Shotte Cinderace, das One-Shotte alles. Also halt Rabigator, was wir kriegen, also Crocodile. Aber dafür haben wir zum Beispiel auch Terrain Pulse mit. Das heißt, wenn ich den Switch in Predicted kann einfach Terrain Pulse in das Ding knallen. Ich habe aber auch noch so ein bisschen, um Shenanigans zu betreiben, auf dem Indeedee Trick drauf. So
Und eine Sigilfire. Sigilfire macht halt auch Sinn, weil ich ja auch gegen Duraludon ganz gut den Special Attack blocken kann, macht auch ganz guten Schaden. Auch das EV, aber selbst dann ist gegen Ölboom super. Wobei ich halt präferiere, überall Expanding Force drauf zu ballern. Aber ja, Sigilfire kann auch ganz geil sein. Und dieser Trick ist auch noch ganz, ganz neat, weil erstens, ich habe dann wieder freie Move-Wahl. Und ich kann halt einen Mon von ihm locken, einen Move, was mega gut ist. Muss man halt nur aufpassen, was für ein Mon, aber wenn ich zum Beispiel einen Thinrace mit Specs in irgendwie ein Coaching locke, oder einen Sucker Punch, dann ist das schon ganz geil, weil dann kannst du einen coolen Stuff damit machen. Oder Togetic, dann holt den Evil Light runter und zum Beispiel lockt einen Follow Me oder einen Protect oder irgendwas, also ich kann damit ja irgendwie Sprachen Handigans betreiben. Aber es muss clever eingesetzt sein, logischerweise. Und dann haben wir noch dabei ein Ölboom und Weakness Policy. Deswegen auch der Ice Shot of Lapras. Kann die aber auch anders proppen, im Zweifel, ne? Präferierter Weg ist tatsächlich in Protect zu gehen und dann von irgendeinem Mon einen Step Move abzubekommen, dann die Weakness Policy zu proppen und dann kann Ölboom ganz gut Schaden machen, weil wir spielen tatsächlich Fake Out Team, spielen wir nicht drauf, wir spielen Protect. Wir spielen Grassy Glide, um zumindest eine Prio zu haben. Und weil die im G-Max natürlich denselben Base Damage Output hat wie Woodhammer, ein 250er Base. Acrobatics, nachdem die Weakness Policy geprockt ist, macht das ordentlich Damage und wir haben die Option im G-Max unseren Speed zu erhöhen, um eins, sowohl von uns als auch vom Teampartner. Und das verbessert unser Matchup gegen Whirlboom erheblich und vielleicht auch gegen Coaching Cinderace beispielsweise macht halt super effektive Schaden dann. Und zusätzlich um unsere Spat-Staff zu erhöhen, haben wir noch Doppel Tantrum in die High Horsepower drauf für G-Max. Aber weil es auch allgemein gut gegen ihn ist, ist gut gegen Duraludon, ist gut gegen Weezing. Und genau, wenn ist auch gut gegen Max Steel Spike, Cinderace beispielsweise. Prinzipiell. Ja, ich denke, das Ruhrboom-Set ist super solide und genau. Als nächstes haben wir dann, ich habe tatsächlich diese Woche drei Support-Mons mit. Ist ein bisschen heikel, aber mehr brauchst du nicht, weil du nimmst halt eh plus 4 Mons mit in den Kampf und Lapras, Ruhrboom und Idili werden halt so ziemlich in jedem Kampf dabei sind. Ich werde dann bloß halt nach Betrachtung seines Sexers entscheiden, und nach vielleicht Erfahrung, was er für ein Set mitbringt, ob ich jetzt lieber Jolteon mitnehme, ob ich lieber Arcanine mitnehme oder Deepwood. Dann Arcanine und Indeedee sind super geil, weil ich mit Helping Hand, Snarl, Will-O-Wisp und Scary Face ziemlich allen Scheiß machen kann. Und Jolteon hat tatsächlich eher die Support-Option für Lapras, weil ich habe dort Rain Dance drauf, ich habe dort aber auch Yawn drauf, ich habe dort auch T-Wave drauf, um auch hier wiederum mit dem Supporter mein Speed-Game entsprechend zu optimieren. Oder halt Yawn, um in Dynamax jetzt lieben zu lassen. Also ich habe verschiedene Optionen, je nachdem, was er halt so bringt. Weil ich kann zum Beispiel angenommen, das ist Elective Terrain, da bringt mir halt Yawn nichts mehr. Also ich habe es vorher gemacht. Aber dann kann ich T-Waven. Und ich habe Rain Dance drauf, wie gesagt, um Lapras zu supporten, um Cinderace Sonne, falls sie die setzt, falls es ein G-Mix Cinderace ist, wegzunehmen, oder weiß ich nicht, was er für schöne Elegance vorhat. Und Donner halt auch immer wieder, auch immer trifft. Ich habe halt auch einen Sash auf Jolteon, falls es sowas wie Bandit Aqua Jet Quarry zu bringt oder so, dann kann ich ja mit Donner trotzdem wegdonsen. Genau. Das ist das Jolteon, eigentlich recht simpel, ist zwar Support, aber hat halt mit Thunder diesen einen sehr starken Step-Move. Mehr brauche ich bei dem Ding noch nie, weil das trifft, ich habe gekalkt, in Non-Dynamax Cinderace, wenn Ski und Fast ist, one-shotted der Thunder einfach. Wo es nicht sehr effektiv ist, aber es one-shotted halt. Und, also es ist halt nur neutral, aber es halt schon ganz geil. So, und dann haben wir noch Deepool. Und Deepool wiederum hat den Grassy Seed.
Ach ja, warte, nein, hab ich das überlegt. Hatte ich ursprünglich mal überlegt, ob ich dort ein Zeigexit drauf mache, weil ich ja mit den spielen will, habe ich aber jetzt für eine, ich glaube, eine Aggro-Berry entschieden, also eine Pinchberry, einfach um ein bisschen Regeneration zu haben, nachdem ich die Stats von der Gegend gedroppt habe. Das ist eigentlich relativ geil, to be honest. Genau. Und dann habe ich noch Deep Pool, der hat den Grassy Seed, weil ich halt an sich so gerne auch mit Rillaboom. Nein, aber weil Rillaboom auch so ein bisschen als Lead gedacht ist, um dann zum Beispiel Lapras reinzuswitchen. In ein Fire-Type. Move vielleicht nicht unbedingt, aber ja, also kann man mal gucken, weil ja. Einfach als Switch dann zu nutzen. Und ja. Und Deepool hat tatsächlich eher die Funktion, sowas wie Bomben Z als Dynamax zu outstallen, weil ich habe gespielt und ich habe den Grassy Seed drauf, dass meine Death erhöht sich und ich habe Substitute drauf. Das heißt, wenn Cinderace kommt oder Rillaboom, tanke ich halt die Attacken und Substitute hat den Vorteil, dass zum Beispiel ein Hyper Beam in den Substitute geht oder ein Max Knuckle in den Substitute geht, der nimmt mich halt nicht raus. So. Muss halt nur für Progressive aufpassen, aber dafür habe ich ja Indie-Digger. Wobei, ja gut, der Progressive würde dann wahrscheinlich trotzdem mein Substitute breaken, aber du kannst halt zumindest eine Dynamax-Attacke in Default, weil den will man eigentlich schon mal wegbekommen, abfangen. Und der Vorteil ist halt einfach, ich kann dann, wenn ich in einem Sub bin, Fake-Tears spammen. Man hat jetzt Fake-Tears drauf. Oder, was ist noch? Ich habe ja, Fake-Tears, Taunt, Substitute. Und ich wollte das Snarl, das habe ich dann aber gelassen. Weiß gerade gar nicht, was ich jetzt noch habe. Werde ja sehen. Hab gerade nicht im Kopf, dass ich als letzten Move bei ihm habe. Kann vielleicht doch Snarl sein? Jutta? Ich weiß es gerade echt nicht. Bis man, wie gesagt, werde dann im Kampf sehen. Ich habe es gerade nicht. Aber Traum auf jeden Fall ist. Deepool ist dann wichtig, wenn er zum Beispiel Drifblim springt. Weil ich halt mit Deepool schneller als ein Drifblim bin. Und dann bin ich im Taunt und damit er kein Willowwisp und kein Tailwind spammen kann. Und Taunt kann aber auch nützlich sein, um ihm an Trick Room zu hindern oder Coaching zu verhindern. Also es gibt für Taunt eigentlich so viele Einsatzmöglichkeiten oder Togetic dann am Follow-Me zu hindern und so weiter und so fort. Genau, wie gesagt, Sub zum Nerven und so dann, wie gesagt, ja, Sub, Taunt. Ich hab die Lücke Crew, hab ich den noch drauf? Will ich gerade echt nicht. Aber der ist. Also ich habe das Teambuilding so gestern tatsächlich gemacht. Ich nehme es jetzt mal auf. Was ich gucke einfach. Drauf geschrieben. Ich gucke jetzt mal, was ich denn auf dem geplant habe. Muss ich mal kurz in das Ordner gehen, ob ich es drin habe, weil ich check's gerade nicht mehr. Scheiß gerade nicht, was ich da gerade habe. So, Teambuilding. So, wo ist denn eine Spielwoche? Verzeiht. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt gucke ich, was die Stoff hat. So, genau, Arcanine hatte ich auch schon gesagt, der ist mir noch alles eingefallen. Die Besuch, das passt auch soweit. Ach, noch drauf. Ach, natürlich. Genau, ich wusste nie so richtig, was ich jetzt drauf machen soll, weil Snarl an sich ist zwar ganz nett, aber auch nur gegen die Special Side. Gegen die Physical Side habe ich eh ein Problem. Deswegen dachte ich mir, hey, Kind, Knockoff ist eigentlich ganz geil. Weil in Jedi hat natürlich diese durch die Trick-Option, drücke ich halt auch, aber Knockoff ermöglicht mir halt vor allen Dingen zu sehen, was für Items er hat. Und Items zu knocken ist immer gut. Das ist eine EV-Clown, eine Weakness Policy, ein Life Orb, ein Sash, weil das ein bisschen irrelevant ist. Ein Scarf, ein Specs, ein Evil Light, ich kann halt alles runternehmen. Und das ist halt schon ganz fett. Und das kann am Ende schon was bringen. Ja, vor allem wenn du in so einem Sub bist, kannst du halt wirklich Kram machen. Ja, das ist eigentlich unser Plan, um die Bully Blue Snorlax zu clashen. Wir brauchen letzten Endes
Mindestens zwei Offensiven Monster dabei, aber ich glaube, ich wäre immer nach den Testläufen, die ich gemacht habe, es wären drei sinnvoll. Und je nach Teamkomposition, die er hat, einen Supporter mitzubringen. Entweder Arcanine oder Decoy oder Jolteon. Und Decoy eigentlich brauche ich wirklich nur, wenn er speziell orientiert ist und Dribble dabei hat. Wenn er zum Beispiel Clobbert hat, bringe ich halt eher Jolteon mit. Und Krokodile zum Beispiel, wegen Rain Dance Set und Yawnen. Und wenn er zum Beispiel Krug nicht dabei hat und Clobbert nicht, dann kann ich eigentlich safe Arcanine mitbringen. Das hängt halt jetzt wirklich davon ab, weil das ist ja nur eine Prediction. Am Ende kommt das noch raus dazu. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt unser Plan. Und ob der aufgeht oder nicht, erfahrt ihr am Sonntag. Wenn das Video, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir dran sind, mit der letzten, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 16, 15, irgendwo so in der Dreh, zwischen 15 und 18 Uhr. Genau, findet im Endeffekt das Spitzenspiel statt, weil das Ding ist, ich bin zwar noch Erster in der Tabelle, Relaxo ist kurz ist hinter mir und dann kommt Kentakio, aber einer von uns beiden wird verlieren. Das heißt, entweder Relaxo oder ich werden dann die Tabelle anführen. Und ja, wer das wie gesagt sein wird, werdet ihr am Sonntag sehen. Und schaut auch bitte die Teambuilding-Videos der anderen Teilnehmer und schaut euch auch die Kämpfe an. Und verfolgt die MPBL bitte auch auf Twitter. Da macht der gute Marcel Desaine immer ganz nette. Ich nenne es mal Tagebucheinträge. Der berichtet über Switches etc. Der macht einen echt geilen Job. Deswegen schaut euch das an, liked es, abonniert. Und genau, habt noch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid gerade. Und wenn ihr Fragen habt, dann in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt oder ihr was irgendwie nicht so seht, dann Kritik äußern wollt, dann einfach in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim Kampf, zum Kampf am Sonntag. Ne? Direct jetzt raus, macht's gut. Warrior!